Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arma 3 Ravage. Mein Name ist Martin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und danke an alle ehrenvollen Männer und Frauen, die das letzte Video geliked hat und damit gemeinsam mit mir gegen den YouTube-Algorithmus ankämpfen. Wenn du das wieder tun willst und dein Gewissen befriedigen willst, dann tu es wieder. Lass ein Däumchen nach oben da für den Algorithmus und einen Kommentar. Ich freue mich darauf, vielen, vielen Dank und nun geht's weiter. Wir fahren erstmal kurz zur Base zurück, ich würde gerne mal abladen. Dann müssen wir mal schauen, dass wir Essen bekommen. Wir haben nur noch nichts zu essen. Das ist jetzt für heute die letzte Aufnahme, weil ich muss dann noch ein bisschen was anderes machen. Hab gerade wieder kurz Pause gemacht, war kurz bei den Eltern rüber. So läuft das momentan. Dann gehe ich wieder, dann mache ich wieder eine Folge und so weiter und so fort. Stressfrei ist jetzt anders, aber gehört dazu. Habe ich mir irgendwann so ausgesucht. So. Da, und ich habe auch Bock einfach. Nicht mal, dass ich das muss, sondern ich habe einfach Bock, momentan wieder aufzunehmen. Ich hatte ja im November, Oktober, November ein bisschen Flaute. Aber auch viel zu tun und ihr hattet das Video auch von mir gesehen. Aber das hat sich so ein bisschen, naja, relativiert nicht, aber warte mal. Wir können, glaube ich, diese Cans, die lassen wir mal hier. So viele brauchen wir nie, Alter. Nie. Die Rucksäcke nehmen wir eh mit zum Händler, so viel gehen wir gar nicht ab, ne? Wir könnten aber im Händler auch was kaufen gehen eigentlich, ne? Aber ich bin noch nicht voll mit dem Auto, deswegen weiß ich nicht, ob das so jetzt schon Sinn und Zweck ist, dass wir jetzt schon zum Händler gehen. Ich würde schon gern erstmal voll werden. Ach, guck mal, hier haben wir noch das Gewehr drin. Das tun wir auch ins Auto rein. Das kommt dann da rein. Das machen wir noch voll. Das brauchen wir auch, das Magazin nicht. Yo, ist okay. Wir brauchen halt auch irgendwann Munition. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir weiter in Richtung Süden fahren, kommen wir nach Cabanyo. Da fahren wir sogar jetzt hin als nächstes. Wir haben ein bisschen leere Kannen abgegeben und so. Den Rest nehmen wir mit. Brauchen wir für den Händler. Würde ich sagen. Den brauchen wir für den Händler. Vollgetankt sind wir nochmal relativ. Was heißt nicht mehr ganz, aber wir sind schon relativ gut da voll. Ja, wir sind schon relativ voll. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, habe ich 4 Folgen aktuell aufgenommen vor. Die kommen so im Laufe der ersten 2 Januarwochen. So der Plan, neben Walking Dead läuft das ganze Projekt ein bisschen sowieso. Und Let's Create kommt auch noch ein bisschen, das auch noch. Und ich hoffe, dass ich Mitte Januar, also wie gesagt, jetzt haben wir doch immer den 26.12. Wir haben es mittlerweile, yo, 21.15. Dann kommen auch andere Projekte noch natürlich. Ich hoffe mal, dass ich auch vielleicht schon, wenn dieses Video kommt, vielleicht gab es sogar schon eine Arma News. Wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon? Die Zukunft ist ungewiss, meine Freunde. So, da hinten. Ich bräuchte halt auch Muni, ne? Muni, Essen, das ist Priorität. Wie viel Essen haben wir denn noch aktuell? Weißt du, cool, wenn du kannst erst ins Inventar gucken, wenn du rausgehst. Hallo, danke. 35, der hat nicht so viel, ne? Alter, 79? Habe ich nicht erst 100 gehabt beim Wasser? Ich hab doch Escape gedrückt. Warum habe ich denn schon wieder alles versorgt? Oh fuck, da wurden wir doch beschossen. Ich erinnere mich. Oh fuck. Haben wir gespeichert? Wenn nicht, nochmal tun wir das. Ich bin mir unsicher. Hier wurden wir doch das letzte Mal beschossen. Ich erinnere mich. Als wir das Roundshow wollten. Ich würde auch übrigens, was ich cool fänden würde, glaube ich, ein Tscherna, also eine Ravage-Mission im Schnee. Also mit einer Schneemap. Fände ich auch ganz cool eigentlich. Oder Wüstenmap. Wüsten wir uns nämlich auch. Gibt es in Ravage Takistan? Gibt es Ravage Takistan, Leute? So, wir fahren das mal hier hin. Das looten wir erstmal. Gucken kurz rein. Da sehe ich keine Feinde kommen. Werden wir noch sehen. Schusskampf wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ein Schusswechsel, weil dann können wir die anderen looten, ne? Haben wir gelernt, wir kommen so schnell am schnellsten an Loot. Denn so, wie wir hier looten können, ist das ja nichts, ne? Läuft ja nicht so ganz geil. Läuft halt schon scheiße, was das angeht. Aber ich muss zugeben, es ist jetzt, du findest mehr Waffen als Essen. Also, ob das denn echt auch so wäre, ob du am Ende mehr Waffen findest? Klar, auch selbst zusammengebastelte Waffen und sowas. Da will ich mir eigentlich keine Gedanken drüber machen, weil ich das nicht miterleben will. Aber mal ernsthaft, was ist Wahrscheinlichkeit, dass du Waffen sind findest oder Essen irgendwann? Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht, mein Freund. Stehst du wieder auf oder bist du tot? Schon wieder schwach. Achso, weil ich Hunger habe. Den können wir schon wieder nicht looten. Klar. Den können wir schon wieder nicht looten. Wer hätte es gedacht? So. Hier mal reinhüpfen. Oh, ich merke auch gerade, dass wir es spät haben, ne? Dass es langsam dunkel wird.
Was natürlich schlecht ist, weil wir haben immer noch kein Nachtsichtgerät. Ja, das läuft ja gut. Waren wir nicht hier schon mal? Ja klar, da haben wir doch gekämpft in der einen Folge, ne? Oder sehen die Dörfer einfach alle gleich aus, weil es Chernobyl ist? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, glaube ich, da haben wir schon eins gehabt, auf jeden Fall. Bin mir gerade unsicher. Ich glaube ja. Egal, wir looten nochmal. Wir sind ja jetzt ein paar Folgen wieder vorbei, dann ist das okay. Vielleicht hat jemand von was Neues in die Kiste gelegt. Es war immerhin Weihnachten. Vielleicht war der Weihnachtsmann hier. Weihnachtsmann. Ich habe übrigens... Wann war das gestern mit meinen Eltern? Den Polarexpress gesehen. Das ist ein Animationsfilm. Boah, war der gut. Also den habe ich letztes Jahr schon das erste Mal geguckt. War echt super. Bin ja eigentlich eher so Weihnachtsfilme gibt es ja so für mich. Kevin allein zu Hause, schöne Bescherung, Kevin allein in New York. Das sind so die klassischen Weihnachtsfilme, die ich schaue. Und wir haben Polarexpress geschaut. Finde ich sehr, sehr gut. Ist ein sehr schöner Film. Und ja, war ich auch ein bisschen gerührt. Ne? Also war auch schon so ein bisschen wieder... Das ist halt schon wieder, ne? Martin ist ja manchmal schon an Nasser nah gebaut und sowas. Dazu stehe ich aber auch, ne? Aber ich glaube, wir fahren mal... Hier könnten wir halt gehen, ne? Wir haben halt noch Vibor, eine große Stadt. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt auch hin. Aber das Problem, ne, wir bleiben jetzt mal, solange es noch dunkel ist hier. Ah, wir haben wieder Licht, Leute. Seht ihr das? Praktische Sache. Ja, dich habe ich erwischt, ne? Hast du Loot für mich? Natürlich nicht. Den habe ich in den Kopfschuss verpasst. Bewusst. Der hat sich da lang gekrochen. Der ist da lang gekrochen, aber da habe ich mir gedacht, nee, du kleine Rotznase, das kannst du immer gleich vergessen. Dich kriege ich auch noch. Ist nur ein Licht ganz, ne? Das andere Licht hat man keinen Teamkit mehr, genau. Aber zumindest schon mal ein Licht, das ist schon mal ein Vorteil. Da sind wir nicht ganz im Dunkeln unterwegs. Wir haben an der Lampe, an der Waffe Licht noch, das passt auch ganz gut. Ist hier irgendwas, wo wir looten können? Der Scheun war relativ leer immer, ne? Was ist hier passiert? Das ist nicht standardmäßig so. Bin jetzt auch kein Experte, aber ich würde sagen, nein. Eine Kirche. Hallo? Ich müsste hier mal ganz kurz reingehen. Oh, warte, ich sehe da irgendwo was. Warte mal. Nein, ist nichts. Eine Lampe haben wir noch. Wie wir sehen, sehen wir... Oh, nichts, weil wir vor der Tür standen. Wow. Eigentlich auch cool. Ich glaube, also gruselig auf jeden Fall. Also ich wüsste nicht, ob ich eine Apokalypse Bock hätte, in der Kirche zu überleben. Weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen gruselig, ne? Wäre jetzt nicht mein favorisierter Ort. Damit wir ein bisschen Abwechslung haben, wir schauen mal, wie das jetzt funktioniert. Schauen wir, dass wir doch mit ein bisschen Licht mal sammeln, auch mal nachts was machen. Wir können ja nicht immer nur den Pussy-Modus hier aktivieren, Leute. Wir müssen hier schon mal ein bisschen auch Feuer geben. Sage ich, bis ich gleich nichts mehr sehe und dann merke, ach doch, scheiß drauf, komm, oh, man lebt ja mal einmal, ne? Viel schlimmer finde ich, dass ich immer noch nichts zu essen habe. Und wenn es so weitergeht, muss ich dringend zum Händler gehen, Leute. Wie viel haben wir denn noch? Oh, 32, hat nicht mehr so viel. Wasser hätten wir noch, das ist kein Problem. Das sehe ich echt kein Ding. Könntest du bitte aufhören? Danke. Ist hier was? Ja, war ja klar, ne? Natürlich. Oh, kann man da hochgehen? Oh, Loot. Loot? Nein. Also wie gesagt, ich finde das Spiel sehr cool, aber der Loot ist manchmal echt ein bisschen dürftig, ne? Also manchmal findest du dann so viele Waffen, aber so... Wie gesagt, es gibt halt auch unzählige Versionen, ich weiß. Wie gesagt, wenn ihr eine coole Ravage-Version kennt, schreibt es gerne mal rein. Ich habe auch kein Problem damit, nochmal neu anzufangen und so. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Folgen Shadow Wars gesehen. Also wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Ravage spielen, da kommt er nicht drum rum. Also ich höre jetzt nicht auf, das Spiel zu spielen. Das ist tatsächlich sowas, was ich in Arma 3 jetzt zuerst für mich entdeckt habe und dann, dass wir es jetzt auch mal nutzen, ne? Ich könnte mir zum Beispiel auch schauen, es müsste eigentlich auch gehen, ne? Ist, glaube ich, aber umständlicher. So, Exile? Also, die Frage ist denn auf dem offiziellen Server Exile. Hat jemand von euch einen Exile-Server, der schon länger da ist und noch länger bleibt? Weil ihr wisst, ich nehme nur manchmal alle 2 Monate auf, weil ich so viele Projekte am Laufen habe.
Aber wenn ihr einen coolen Exile-Server findet, der euch vielleicht auch reizen würde, oder ihr einen habt, dann können wir den auch nutzen. Also Leute, gerne. Also auch wenn ich Werbung für euren Server machen kann, schickt mir einen Modset, entweder per Steam Workshop oder so. Gibt mir Better Inventory und alles ist zufrieden. Da ist ein Offroader mit einem MG dran. Ja, das bringt mir jetzt genau was? Nix. Wir können mal zum Händler fahren. Wie weit ist denn der weg? 2,9 Kilometer. Wir müssen, glaube ich, wir kommen nicht drum rum. Wir fahren jetzt zum Händler. Hilft alles nichts. War so nicht geplant, aber ist die einzige Möglichkeit. Und dafür schauen wir mal ganz kurz, wo sind wir denn gerade? Wir müssten ja eigentlich, also 05388, 05388, das heißt hier. Also da war die Scheune, sind wir schon an der Kreuzung vorbeigefahren. Keine Ahnung, Leute. Sind wir schon an der Scheune vorbeigefahren? Ja, sind wir. Okay, das heißt, wir sind ja momentan. Müssen wir mit da rumfahren, dann links rumfahren. Dann wieder links. Dann fahren wir hier rechts rum, glaube ich, ne? Ja, hier fahren wir rechts rum. Das muss ich mal löschen, sonst habe ich mich gleich ein Problem. Wieso kann ich die nicht löschen? Danke. Dann fahren wir hier gerade. Dann fahren wir hier links rum wieder, müsste das sein. Ich muss immer mich umdenken, welche Richtung fahren. Links. Oh, da hätten wir doch bleiben können, ne? Und rechts fahren wir da lang. Was war das denn, Leute? Das klang jetzt auch nicht mehr so gesund, ne? Muss man einfach mal sagen. Das war bestimmt das Getriebe. Da müssen wir doch jetzt was zu essen kaufen. Eigentlich wollte ich das Geld sparen, aber eben wir jetzt verhungern, macht ja keinen Sinn. Das ergibt ja keinen Sinn. Das heißt, wir fahren jetzt mal zum Händler. Schauen dann in der Folge, dass wir noch ein bisschen was shoppen. Vielleicht finden wir noch ein besseres Visier. Wir haben noch ein bisschen was zu verkaufen. Vielleicht können wir uns ein bisschen was leisten, um ein Upgrade machen. Und vielleicht gehen wir in der nächsten Aufnahmesession. Vielleicht gehe ich dann wirklich mal den. Ja, ich weiß, ich bin müde und alles ist kacki. Ich weiß. Halt durch, mein Freund, wir arbeiten. You need to eat. Ja, das ist mir schon klar. Aber das Auto ist auch kaputt, Leute. Wir müssen also zusammenhalten. Halte jetzt gefälligst durch. Danke. Uff, Alter. Das ist so ein bisschen jetzt hier schon, wo du sagst, ein bisschen Spannung wird aufgebaut, weil ich nämlich nicht mehr weiß, ob ich es noch bis zum Händler schaffe. Einfach mal rechts rum. Und ich könnte eigentlich auch mal hier den markieren, ne? Ist doch viel besser. Übrigens noch eine Entfernung. 2,4 Kilometer. Yo, das schaffen wir. Locker flockig. Und wir haben ja sogar ein Licht. Für zwei hat es nicht gereicht, aber ein Licht haben wir. Wir haben ein Licht. Und hier müssen wir eine Straße lang gehen. Oh, jetzt tatsächlich. Ein Feldweg. Wenn wir so machen, Leute, sehen wir gar nichts, ne? Jetzt ist es ein bisschen wie ein Horrorspiel, ne? Ego-Perspektive. Wir fahren aber auch jetzt mal bei Nacht. Ist auch mal was anderes, ne? Also laut meiner Aufnahme sieht man auch was. Ist okay. Ich habe das Gamma aber mittlerweile auch bei ihr wisst schon, die eine Mission, die ich gespielt habe. Ich habe schon mal vergessen. Ja, jetzt warte, welche Mission haben wir denn gespielt? Wie hieß sie denn? Der Kartell? Nee. Alter, wie hieß denn diese Scheiß, diese Mission, die wir gespielt haben, diese Horror-Mission? Ich hab grad voll den Blackout, Mann. Ich dachte, mich überholt jemand, das wäre auch lustig. Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch geworden. Ja, warte mal, wo fahre ich denn jetzt lang? Geradeaus, ich folge einfach der Straße. Also es ist halt nicht mal ganz geradeaus, das ist ja gerade, als es ist. Also wir müssen da lang fahren. Es ist schon ein bisschen schräg links, ne? Also gerade ist jetzt nicht, aber... Oder fahren wir richtig? Ja. Also egal, wir werden bei beiden Seiten, komm an. Ich glaube, der Weg ist auch ein bisschen kürzer. Ein zweites Licht wäre noch nice, ne? Wir können Lichttube geben. Wenigstens haben wir schon mal ein Licht. Ist schon mal ein Anfang, ne? Wir haben Ingame 19:18. Wie cool die... Ich wusste gar nicht, dass die Uhr da drin funktioniert. Seht ihr das? Cool. Ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Wieder was gelernt. Und das Auto, wie ich habe, das ist halt schon cool, ne? Aber wir haben keine Zeit. Wir sind am Verhungern, wir haben keine Zeit, Leute.
Wir haben keine Zeit, wir müssen da weitermachen. Uff, Alter. Es wird schon schwummrig, ne? Ja, das ist halt auch kaputt, ne? Hier funktioniert halt nichts mehr, ne? Ah, das ist der Offroad, der normale. Klar, gibt's da. Ist ja kein Modfahrt. Ja, klar, bei vielen Modfahrzeugen funktioniert es auch, aber das ist ja ein offizielles Fahrzeug. 1926. Fahre ich richtig? Ich glaube schon. Es wäre wahrscheinlich schneller, wenn wir übers Feld fahren, ne? Wäre aber zu langweilig. Das kann ja jeder, meine Freunde der Nacht. Das kann jeder. Ich schwöre, ich habe gerade gehört, was, warte mal. Nee. Den Geld müssten wir aber auf jeden Fall genügend haben. Also wir können auf jeden Fall ein bisschen was verkaufen. War ich richtig? Ja, okay, dann kommt hier gleich das noch links, ja. Okay, wir fahren richtig. Ich dachte, ich habe meine Markierung scheiße gesetzt. Das hätten wir jetzt aufgefallen. Nee, ist richtig. Wir fahren ja auch links rum. Das passt auch. Nice. Da kommen wir ein bisschen hinterher. Wie gesagt, wir haben entschieden übrigens beim Let's Create, weil ich weiß, viele von euch schon auch das Let's Create gerne. Haben wir entschieden, dass wir nicht Tag X bauen. Macht es mir einfacher, weil dann brauche ich auch nicht Angst haben, dass ich was in der Story spoiler. Das ist nämlich nur eine Gefahr, wenn ich eine Parallelmission baue zu Tag X. Er ist eine Gefahr geworden. Dann wäre es eine Gefahr geworden. Zur Spoiler. Spoilern ist nicht gut. Erstmal gehupt. Ich werde nämlich langsam müde. Und ich kann auch gar nicht so lange machen eigentlich, wenn mir auch wenn morgen früh der Makler kommt. Ja, warum sind Sie so verschlafen, Herr Junge? Das liegt vielleicht daran, weil ich noch bis nachts um 3 aufgenommen habe. Oh Gott! Ich hätte einen Screenshot machen müssen. Das wäre ein guter Screenshot geworden. Fuck. Die Stelle finde ich doch nie wieder fürs Clip, Alter. Fürs Thumbnail. Nie. Außer ich schreibe es mir auf. Tun wir das? Nein. Wir hoffen einfach, dass mir noch ein Zombie vor die Flinte läuft. Dann drücke ich die F12-Taste. Dann wird das Thumbnail des Tages. Alter, das ist ein Fahrzeug. Habt ihr das gesehen? Ich bin halt langsam, glaube ich, echt erschöpft. In-game. Out of character quasi, weißt du? Out of character geht's mir gut. Außer, dass mein Urlaub bald vorbei ist. Also, wir haben heute den 26.12. Ich muss am 28.12. wieder arbeiten. Yay! Deswegen will ich bis dahin noch ein bisschen was aufnehmen, weil ich kenne mich. Wir haben jetzt Jahresabschluss bis Februar. Da kann es sein, dass ich vielleicht nur mal eine Folge schaffe oder so. Und dann nehme ich lieber jetzt schon ein bisschen vor auf, damit ihr Content kriegt und ich mich auch erleichtert fühle. Nice, oder? Win-win-Situation für alle. Ich fahre da gleich rechts zum Händler einfach hoch. Aber ich glaube, nochmal werden wir keinen Zombie sehen, habe ich das Gefühl? Oh, da ist ein Hase. Den wir auch abscreenshotten können. Hätten wir ein Hasenfoto gehabt. Da hätten wir ein Hasenfoto gehabt. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf Silvester, ne? Das wird schon cool. Bin bei Freunden eingeladen, bei den lieben Hannes und der lieben Sarah und bei der lieben Ute und beim Fritz. Ach, die sind alle da. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Das wird spannend. Mein Bruder kommt auch mit, der Sebastian. Nice. Übrigens, was ich gelernt habe, Leute. Retalk. Wir können ja auch diese Folge nutzen. Ihr wisst ja, ich bin Single, ne? Ladies? Nein, Quatsch. Ist aufgefallen, dass die Leute heute immer weniger kommunizieren, ne? Ist so krass, also auf Tinder oder Boo oder was es alles für Apps gibt. Oder Scheiß, du schreibst einen halben Aufsatz und dann kommt einfach nur zwei Worte zurück und du denkst dir so, ficke dich.
Fiege dich, Lady. Habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich raus. Na, sie juckt schon wieder. Und ich denke mir so, Leute, wie wäre es mit etwas Kommunikation? Leute, ich bin extrovertiert. Ich bin extrovertiert. Redet doch mit mir. Ich glaube, eine ganz schweigsam. Ich glaube, ich brauche einen, die mir Feuer gibt, Leute. Ich dachte, das ist schon wieder irgendein Zombie. Schon wieder er, der hier so ein Traum macht. Ja, ich habe deinen Zaun vorne. Was willst du machen? Klack mich doch an. Niemand mag dich. Also. Ich hätte gern erstmal was zu essen. Repair Items, Medical Essentials. Da haben wir zum Beispiel Baked Beans. Or Box of Rice, Cooked Meat Gel. 300 Ocken? Egal, wir haben ja genügend, ne? 96. Jo, 100. Also wegen 4 mache ich jetzt nicht noch einen Hermann. Das geht auf jeden Fall schon mal gut. Ist grad... Halt mal dein Maul jetzt. Irgendwo gerade ein Zombie gehört. Ja, das bin ich jetzt. Halt mal einmal. Ich habe da eben was Gurren gehört. Jetzt. Der ist aber auch eine Pinne dran. Da zieht er das voll durch, ne? Also ich brauche die einen, die mir auf die... Also die nicht auf die Fresse haut. Das wäre zu viel. Aber ey, ich habe einen, glaube ich, die gibt mir Feuer. Da brauche ich, glaube ich, einen. Das wird lustig. Da sehe ich mich eher so. So eine komplett introvertierte. Ich glaube, da wäre ich nicht mit glücklich. Also denke ich. Und vor allen Dingen, das Ding ist, ich merke auch immer, dass die Leute gefühlt keine Ziele mehr im Leben haben. Ne? Ich bin ja so jemand, ich habe ja meine Ziele, beruflich auch und privat, das hat man ja einfach mal. Ja, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ich rede hier. Wir reden gerade über die Liebe, mein Freund, ja? Oh, ist ja jetzt mal gut. Ja, okay, ich soll bei dir, okay. Das nehme ich, da musst du mich aber heiraten. Warum macht denn der immer das Licht aus, wenn ich handle? Das ist schon ein bisschen nervig, aber nur ein bisschen. So, dann haben wir hier noch den, pass auf, der ist safe, nicht zu verkaufen. Der ist safe nicht zu verkaufen. Na klar, seht ihr, habe ich nicht gesagt. Das heißt, das kommt direkt hoch. Wir merken uns das mal fürs nächste Mal, dass wir den zivilen Rucksack nicht verkaufen können. Also, oh, wir haben auch hier 2 Uhren liegen. Das bedeutet, die konnten wir scheinbar auch nicht verkaufen. Ja, konnten wir scheinbar auch nicht verkaufen. Schade. Okay, das heißt, die zivilen Dinger können wir nicht verkaufen. Den Medical konnten wir auch nicht verkaufen, glaube ich. Das hatte ich auch gesagt in der letzten Folge. Ich glaube, der ging nicht, ne? Ja, konnte ich mir denken. Dann hatte ich schon richtig geahnt. Und die Sammelstelle wird immer... Ey, Bruder, ne? Du müsstest mir eigentlich Geld dafür geben, dass ich hier mit dir handle, dass ich hier bin und dich beschütze. Also gut, Aim solltest du nicht erwarten, aber ich gebe mein Bestes. Ich war stets bemüht, kann man sagen. So, der geht auf jeden Fall weg. Der war nämlich 2000 mehr. Der war relativ gut. Also dieser Spetnaz-Rucksack, der ist richtig nice, Mann. Der geht richtig gut. 2000, Alter. Schaut euch das an. 2000. So, dann der KSK ging, glaube ich, auch nicht. Passt auf. Wetten. Dann habe ich das nämlich auch richtig gesehen. Danke. Trader. Oder ging der? 800. Doch, der ging. Okay, KSK hat funktioniert scheinbar. Müssen wir uns merken? Merken wir uns safe nicht, wissen wir. Alle so, wie wir sind gerade. Hier habe ich noch eine Waffe. Jetzt halt doch mal deinen Mund. Ich möchte jetzt mich nicht bei dir formieren. Nicht die verkaufen. Clean Water. Wir haben noch einmal Clean Water drin. Und ich glaube, die Uhren gingen nicht zu verkaufen, ne? Das war, glaube ich, nicht möglich. Wir schauen mal. Dann wissen wir es. Dann wissen wir es fürs nächste Mal. Trader, gib mir das. Dann hätte ich gerne... Nein, nicht 2005. Ach, wenn ich den Rucksack alles reintue, kann ich den mit Inhalt verkaufen. Praktisch, ja, kann man nicht. Ne? Du könntest mir wenigstens umsonst abnehmen, Mann. Aber klar, eine MT-Can kriege ich 10, aber für... Die Uhr kriege ich nichts. Die kriege ich 100 und die kriege ich wieder 0. Also Waffen scheinen der nicht so richtig zu wollen.
Also ich habe hier eine Waffensammlung, ist gar kein Problem. Wenn jemand was haben will, kommt vorbei. Ich habe schon wieder ausgehört. Ja. Ich muss nach dem Visier gucken. Hast du ein Visier für mich? Ja. Ignoriere mich doch mal nicht. Jetzt hör doch mal auf, mich hier die ganze Zeit anzuschreiben, mein Freund. Also wir holen jetzt noch einen Red Dot, damit wir wenigstens was sehen, wenn wir nicht treffen. Das wurde von Teddy gesagt, das machen wir jetzt auch. Das ziehen wir durch. Das ist eine gute Idee. Dann sehen wir alle mehr und ich treffe trotzdem nicht. Also alles beim Alten. Ich überlege, das kostet halt 300. Wie viel habe ich denn mittlerweile? 11.000. Also Leute, dann geben wir mal dreimal aus, tun die ins Auto. Oder das tun wir einfach hier rein. Wie viel wiegt das denn? Nicht viel. Das kann aber nicht verrotten, glaube ich, ne? Haben wir mal was zu essen dabei. So, die leere Flasche können wir jetzt reintun, ne? Und dafür nehmen wir die wieder raus. Nice. Empty Can können wir verkaufen. Haben wir 10 Dollar gemacht wieder. Trader. In der Uniform ist der, glaube ich, ne? Nee. Der Weste? Nee. Ich hab's in den Rucksack, dann hab ich schon wieder vergessen. Auch, ne? Ich knall dich ab, ich schwör dir. Wenn du nicht mein Loot hättest. Ich glaube, das war hier, ne? Im Gearshop. Dann schauen wir, wie viel Magazin wir uns leisten könnten. Handgun, Assault Rifle, Machine Gun, Submachine Gun, Sniper Rifle, Face Rear, Headgear. Aber immer noch kein, ne, Leute? Ich sag euch ganz ehrlich. Ich sehe noch kein Nachtsichtgerät. Da würde ich auch 10.000 für abgeben. Spoiler. Ah, ne. ISS-Goggle. Nee. Face Rear. Headgear, K2 Hombre. Nee, das ist ja auch nicht. Uniform ist es auch nicht, Roof Current. Nachts bin ich immer noch paranoider, als ich sowieso schon bin. Katastrophe. Face via Headgear. Ach, guck mal, jetzt sehe ich auch was. Nice. Und dann nichts daran, dass ich das gar nicht brauche. Ich brauche hier... Scopes brauche ich, Leute. 1000 kostet das. Ein Medikit schadet nicht. Sicher. 1350 kostet eins. Oh Leute, ich bin schon geizig, ne? Das schon, muss ich mal sagen. Scope, warte, wir haben die ja doch bestimmt so ein schönes Red Dot oder sowas. Was habe ich denn Bock für eins, ne? Range Red Dot. Short Range Red Dot Sights for MGs. Das haben wir hier. Das haben wir, glaube ich, gerade. Ich glaube, so ein Reflexvisier ist, glaube ich, ganz gut. Das kostet nur 1600. Und passt nicht drauf. Doch, passt drauf. Das wäre jetzt lustig gewesen. Okay, das ist auf jeden Fall für den Nahkampf 1000-mal angenehmer. Dann würde ich gerne was sehen. Danke. Ja, jetzt hör doch mal auf. Okay, 5,56. Das ist halt schon, ne? Dreimal essen Hammer, das gibt immer 30. Wir haben einen Silencer, das sehe ich auch kein Problem mit. Ein Tent haben wir auch schon wieder eins. Würde ich jetzt auch mal behalten, wer weiß, wofür wir es brauchen. Radio brauchen wir jetzt nicht. Ein Kompass haben wir. Ein Kompass, ja. Ach, ich muss kurz überlegen, ob wir einen Kompass haben. Brauche ich mir jetzt aber auch so zur Not nicht, weil wir haben ja ein GPS. Das heißt, da hätten wir das ja integriert. So, Scopes, Magazine. Boah, das ist halt schon, ne? Auf der anderen Seite, wofür haben wir das Geld? Ne? Jetzt können wir wieder ein bisschen rum erledigen und alles. Das heißt, das kommen wir jetzt erstmal alles in die Weste. Magazin tun wir alle in die Weste rein, das ist mir lieb, dann haben wir nämlich eine Übersicht. First Aid kommt da rein. Alter, ich schwöre dir, ne? Dann haben wir es mal wieder eingekauft zumindest. Das ist auch nicht schlecht. Da haben wir schon wieder ein bisschen vorbereitet, das ist nicht verkehrt. Und Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Das heißt, ich würde gerne in der nächsten Aufnahmesession mal schauen, wann ich die mache. Vielleicht mache ich die sogar schon morgen. Dann habt ihr das Video noch lange nicht gesehen. Kann sein. Je nachdem, wie ich abends dazu komme und wie ich kaputt ich bin und so. Morgen geht es erstmal mit der Familie nochmal weg. Ne? Am Mittwoch muss ich dann arbeiten. Dann geht's los. Also, wie gesagt, 26. Das kriegen wir schon alles hin.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, unterstützt mich und das Projekt damit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit. An alle Patreons, Partner, Sponsoren, Kanalmitglieder. Danke an jeden einzelnen von euch da draußen. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt dran, ihr seid die Besten, keine anderen. Bis bald, euer Martin. Macht es gut. Ciao, bis bald.